Geheimnis der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der 9. Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute gehen wir nicht so weit entfernt, bleiben wir im Stuttgarter Raum. Und heute habe ich die Gelegenheit, Zoll zu begegnen. Hallo Zoll, wie geht es dir? Ja, vielen Dank, David. Mir geht es soweit sehr gut. Schön, dass es funktioniert hat. Eigentlich uns verbindet ein Hobby mit dem, obwohl offen gesagt nicht auf Deutsch durchgeführt wird, hat mir durchaus geholfen, wie du, andere deutschsprachige Kontakte zu finden. Und dann wäre so meine erste Frage, wie findest du, wenn du mit anderen Fremdsprachen beschäftigt bist, wie wichtig findest du, dass man durch Hobbys diese Sprache oder diese Umgangssprache besser lernen kann? Also ich glaube, dass es, wenn du es durch Hobbys oder durch bestimmte, ja, Leidenschaften, sage ich jetzt einfach mal, Sprachen verbindest, dann lernst du das einfach viel, viel einfacher. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir, der spielt sehr gerne Online-Spiele. Und das spielt er hauptsächlich auf Englisch oder ist einfach auf Englisch. Und dementsprechend hat er einfach damit einfach die Sprache einfach viel schneller gelernt. Oder ein Kumpel von mir, der schaut ganz gern Narcos auf Englisch an. Und, oder beziehungsweise auf Spanisch. Und dadurch hat er sich auch ein paar spanische Wörter angeeignet. Und wenn man das, ja, je intuitiver, desto besser, würde ich sagen. Diese Intuition. Natürlich einfach ist abhängig von der Tagesstruktur, wie du, also welcher so Bezug du zu dieser Sprache hast. Ich und auch den Zuhörer würde es interessieren, welchen Bezug hast du mit der deutschen Sprache? Also der Bezug hängt einfach damit zusammen, weil ich studiere Maschinenbau. Und dementsprechend sind meine Vorlesungen in meinem Fall einfach alle auf Deutsch. Der Bezug ist einfach dadurch gegeben, dass ich ja, meine Vorlesungen natürlich auf Deutsch höre und meine Vorlesungsunterlagen, meine Übungen und etc. oder meine Berechnungen alle auf Deutsch sind. Und meine ja, große Alltag ist halt auch durch Deutsch bestimmt. Und es würde mich interessieren, wenn du einfach an anderen Fremdsprachen denkst, könntest du eventuell für den Zuhörer einen Tipp geben oder einfach eine Ressource, wie du das hingekriegt hast, diese andere Sprache, Englisch zum Beispiel, fließend zu sprechen? Ja, genau. Also tatsächlich habe ich da sogar ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe mein Auslandssemester in England gemacht. Und klar, natürlich hat man Englisch in der Schule gehabt und etc. Aber wenn man tatsächlich in dem Land mal ist und dort eigentlich auch mal lebt, hat man auch einen ganz anderen Bezug zu dem, zu der Sprache. Und ich habe es mir damals so angeeignet, dass ich, klar, zum einen habe ich mich auch vorbereitet. Ich habe jeden Tag so ein bisschen meine Vokabeln gelernt und Worte, die ich nicht wusste, habe ich mir, ich habe so eine Vokabelliste gehabt, die habe ich mir mal aufgeschrieben. Und was mir ja auch noch geholfen hat, war viel beziehungsweise englische Freunde zu haben, mit denen ich auch Englisch sprechen konnte. Das hat mir eigentlich auch gut geholfen. Oder wenn ich Straßenschilder gesehen habe oder irgendein Restaurantkarten, dann habe ich mir das auch immer durchgelesen. Und genau, je intuitiver, desto besser. Und mich würde auch noch interessieren, nachdem du dieses Studiensemester, nachdem du diesen Aufenthalt hinter dir hast, was hast du konkret genutzt, um diese neue Kenntnisse oder um diese Umgangssprache, dieses Slang sozusagen, weiterhin aufrecht zu erhalten? Also hast du dir eine Art von englischsprachigen Umgebung erschafft? Genau, also so, ich habe es versucht, muss man sagen. Ich habe gerade zur Zeit, bin ich gerade so ein bisschen aus der Übung, habe ich letztens auch gemerkt. Also zum Beispiel den ersten Schritt, was ich gemacht habe, ist, dass ich mein Betriebssystem, zum Beispiel auf mein Handy, habe ich auf Deutsch statt auf Englisch einfach umgestellt. Dann habe ich zum Beispiel meine ganzen Newspaper, die ich hatte, habe ich jetzt zum Beispiel auch auf Englisch gemacht. Ich lese BBC und The Guardian, genau. Und das hilft eigentlich auch schon mal.
Und ich habe dann die ganzen Serien, die ich anschaue oder Filme, in dem Fall auf Netflix, sind auch alle auf Deutsch. Und der andere Schritt ist, ich suche mir gerade zwei oder vielleicht ein Sprachtandem, mit dem ich mich regelmäßig treffe und mit dem ich Englisch übe und mit dem ich auch das Schreiben übe. So habe ich, versuche ich gerade momentan mein Englisch aufrechtzuerhalten und natürlich zu verbessern. Hört sich so an, dass du proaktiv bist. Das ist, was ich immer wieder weitergebe, wenn ich angefragt werde, ja, wie kann man das verbessern oder wie kann man so die Aussprache hinkriegen. Es geht darum, dass man so einfach genau, sich einbringt, wie du meintest, sei es durch einfach einen Sprachtandem, durch bestimmte Aktivitäten. Hauptsache, dass man so in diesem Übung, in diesem, auf diese Handlungsebene kommt, weil sonst, wenn man das nur in der Theorie, ne, sich darüber beschäftigt, kommt man nicht voran. Und da bist du ein gutes Beispiel davon. Und genau, ich hoffe, dass du bald so dieses englischsprachige Tandem für dich findest und obwohl es jetzt Corona-Zeit gibt, dass man trotzdem diese Möglichkeit nutzt, wie du meintest, auch in deinem Alltag einfach diese englische englischsprachige Welt zu ermöglichen. So mache ich das auch, wenn ich zum Beispiel Portugiesisch jetzt aktiv auch parallel lerne, dass ich einfach versuche, Sachen wie Handy, Sprache sozusagen auf diese andere Sprache so einzustellen, damit ich aktiv jeden Tag so mit dieser anderen Sprache so konfrontiert bin. Und das würde ich auch den Zuhörern höchstens empfehlen, dass auch in der Corona-Zeit, obwohl jetzt ne, zum Beispiel viele Menschen nicht in Deutschland einreisen dürfen für dieses Studium und sogar das von irgendeinem Land das ausführen, dass trotzdem versuchen, durch diese ganzen Medien einen möglichen Zugang zu haben. Genau, also dem kann ich nur zustimmen. Genau, ich bin halt, sagen wir mal, ein relativ sozialer Mensch und wenn man so eine soziale Verpflichtung hat, in dem Fall, dass man sagt, okay, man trifft sich wöchentlich und spricht auch, ja, Deutsch oder beziehungsweise in dem Fall auch Englisch, dann ist es natürlich auch, ja, super, weil, ja, wir Menschen sind halt nun mal soziale Wesen. Und man möchte natürlich den anderen jetzt auch nicht enttäuschen und lernt dann auch und versucht sich dann zu verbessern. Und das finde ich ist, so lerne ich immer ganz gerne am besten, einfach im Team oder in Gruppen oder in Partnerarbeit. In der Interaktion, ich habe auch mit meinem damaligen Sprachtandem in Dresden, wo ich studiert habe, auch eine Folge gemacht. Und wir haben echt viele, viele Gedanken gemacht, wie das am besten gelingen kann. Da genau wurden ganz viele Tipps von beiden Seiten gegeben. Und das wäre zuerst so diesen ersten Teil so mit der Vorstellung, natürlich angepasst an diesem Rahmen. Und jetzt würden wir einfach in dem Teil 1 rüber gehen, indem ich dich darum bitten würde, einfach ein Thema deiner Wahl mir so vorzustellen, damit ich darüber ein paar Minuten referieren darf. Welches Thema sollte ich aus deiner Sicht vortragen sollen? Also ist es jetzt gleich, oder? Okay, alles klar. Ja, genau, ich habe mir das folgende Thema überlegt, zum Thema Fußball. Welche Aspekte wünschest du dir in diesem Vortrag? In der Regel gibt es einfach eine Art so Stichpunkte oder Stichwörter in dieser Prüfung, aber ich überlasse es dir. Worüber soll ich genau sprechen bei diesem Fußballthema? Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken. Gibt es was Aktuelles, was dich Ja, das kann ich. interessiert? Also was mich persönlich gesagt interessieren würde, wäre, was denkst du zu dem Thema, ob Fußballspieler zu viel Geld verdienen und ob sie überhaupt so viel Geld verdienen dürften und ob das gerechtfertigt ist? Perfekt, also ich würde so Gehalt ne, von diesem Profifußballspieler und ich könnte auch eventuell so einfach eine Art von Vergleich zwischen der Bundesliga, dieser spanischen Liga zum Beispiel machen. Ja, also ich glaube, ich finde Ding eigentlich ein bisschen besser. Bundesliga und Premier League, vielleicht der Vergleich wäre ein bisschen besser, weil Premier League ist halt schon nochmal sehr extrem.
Oder stimmt, oder vielleicht spanische Liga, vielleicht, wohl, spanische Liga zahlt ja auch viel mit FC Barcelona. Nee, dann können wir auch spanische Liga und Bundesliga machen, das geht auch, ja. Okay, dann lass mir kurz überlegen. Jetzt werde ich mich in den nächsten Minuten das Thema Bezahlung, Vergütung von Fußballspielern näher beleuchten. Damit will ich in diesem Vortrag folgende Aspekte näher betrachten. Erstmal wäre der Wert von diesem Professionellen, von diesem Arbeiter in dieser Sportbranche, auch bezogen auf die Dauer seiner Karriere als Fußballspieler. Dann werde ich über die marktgerechte Situation und das Geschäft von Fußballspiel kurz berichten. Zuletzt werde ich auch über die Unterschiede zwischen der Bundesliga und der spanischen Liga um dieses Thema mich äußern und natürlich Stellung beziehen. Wichtig ist, dass Fußballspieler einfach ein Vorbild der Gesellschaft darstellen. Seit wir Kinder sind, haben wir immer so diese Modelle, diese Rolle, sei es in den Ferien oder einfach in diesem Schulunterricht, immer als Erfolgserlebnisse gesehen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie bestimmte Fußballspieler in meiner Kindheit waren sozusagen so angesehen, dass jeder sozusagen ein T-Shirt, ein Trikot von diesem Fußballspieler haben möchte. Ich höre immer wieder, dass aufgrund von der kurzen Zeit, die ein Fußballspieler aktiv diesen Beruf ausüben kann, sind höhere Löhne gerecht, damit sie sich einfach für die Zeit hinterher entsprechend versorgen können. Die Professionelle bekommen tatsächlich ein Gehalt, der überdurchschnittlich ist, auch wenn wir das mit anderen professionellen Sportlern vergleichen. Klassisches Beispiel wäre, dass Schwimmer oder Tennisspieler nur ein Komma sozusagen oder ein Kleinteil von dem Gehalt eines Stars des Ligas oder der Bundesliga bekommt. Näher bekommt man auch den Unterschied, dass die Vergütung oder das Einkommen eines Fußballspielers nicht nur von diesem Verein abhängig ist. Wenn man nur im Fernsehen anschaut oder in bestimmten Streaming-Plattformen unterwegs ist, bekommt man das auch über Urheberrechte, über Sponsoring, über Werbung von Kleidungen, von selbst durchgeführten Biografien, Filmen, Mode, andere Geschäfte, wie zum Beispiel Messi hat in meiner Heimatstadt in Barcelona ein argentinisches Restaurant etabliert. Andere Fußballspieler haben auch eine Hotelkette gegründet. Das heißt, sie haben Zugang auf eine Vielfach von Geschäftsmöglichkeiten. Das ist für mich eine Benachteiligung, wenn die schon im Vorfeld bereits mehr Geld als andere professionelle Sportler bekommen. Und dazu kommt, dass man muss nicht die steuerliche Bedenken, die einige Länder, vor allem Spanien und Großbritannien, vorgibt, damit diese Spieler in dieser Liga, Premier oder La Liga, spielen dürfen. Insgesamt lässt sich für mich feststellen, dass die Bezahlung nicht nachvollziehbar ist, dass sogar andere professionelle, sei es Fußballspieler oder andere Profisportler, diskriminiert, wenn sie nicht in einem gewissen Muster vorhanden sind. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass das grundlegend verändert werden soll, dass eher, so wie in der freien Wirtschaft, je nach Leistung bezahlt, bewertet wird, aber nicht
das nur von dem Symbol abhängig ist, vor allem wenn diese Menschen hinterher auch kaum eine andere Möglichkeit haben, sein Leben zu führen. Diese Fußballspieler haben in der Regel auch aufgrund von der Überlastung einfach gesundheitliche Schäden, und diese hohe Vergütung würde dazu rechtfertigen, dass sie hinterher zum Beispiel Arthrose haben. Im Zusammenhang hoffe ich, dass ich dieses Thema ausführlich erklären könnte, und natürlich freue ich mich auf deine Rückmeldungen oder Fragen. Ja, okay. Vielen Dank, David. Ich finde, du hast das Thema sehr gut erläutert und ich stimme dir in vielen Bereichen auch zu. Und in Europa ist es ja so, es gibt ja kein Salary Gap. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, du könntest es kurz vielleicht erzählen. Salary genau, also Gap. In USA ist es nämlich so, dass es für bestimmte Sportarten, oder ich glaube, ich weiß nicht, ob es für alle ist, zum Beispiel auch für American Football, da kriegst du eine bestimmte Gehaltsgrenze für ein bestimmtes Team. Und denkst du, das wäre auch sinnvoll in Europa? Das heißt, dass man eine gewisse transparente Gehaltsgrenze festlegt, so wie bei zum Beispiel, wenn man hier in Deutschland einen Tarifvertrag anschaut, man weiß, man kann zwar durch Nebeneinkommen, ich habe darüber gesprochen, also andere selbstständige Geschäfte Geld bekommen, aber dass man einen sogenannten Durchschnittswert hat, würde dazu helfen, dass jetzt nicht nur alle Stars auftauchen, sondern dass Sport eher als für alle, also für alle Menschen zugänglich sind und nicht nur die durchtrainiert, ja, die Gelegenheit bekommen, so mit einer gewissen Leistung erstmal anzukommen. Da wäre ich einverstanden. Sollte eigentlich okay. Europa einheitlich sein, damit jetzt keine so Nachwuchsmangel besteht. Typischerweise, man merkt, dass Spieler von eher nicht so Länder, die nicht so Hochzahlungen anbieten. Jetzt denke ich an Lewandowski. Er hat sich natürlich entschieden, so in eine andere Liga zu wechseln, weil einfach die Bezahlung höher war. Oder genau. Das ist auch der Fall von anderen Spielern, jetzt von Barcelona, die im Laufe der Karriere sich für ein zum Beispiel nicht typisches Fußballland wie die Vereinigten Emiraten oder Japan haben, nur aufgrund der Bezahlung. Das kann einfach zu einer Ungleichheit führen. Das stimmt, das stimmt. Und ich hätte noch mal eine Frage an dich, die ist etwas kontrovers. Denkst du, dass der Fußball oder beziehungsweise, dass das Geld den Fußball kaputt macht? Weil an sich kannst du, wenn du mehr Geld hast, kannst du ja auch bessere Stars kaufen. Aber dadurch gehen ja viele Vereine, die weniger Geld haben, unter. Ich das zu, dass dann einfach der Fokus nicht in einem Zusammenhalt, in einem Team ist und es geht nur darum, wer die größte Kasse oder so mehr Geldfluss hat. Und viele Kinder denken immer, ja, wenn ich von dieser Stadt bin, sei es Madrid, Barcelona, Paris, wenn ich mich da bemühe, wenn ich fleißig trainiere, werde ich das eventuell meinem Idol das schaffen. Und wenn man merkt, dass man nur mit Unterstützung der Eltern diese zum Beispiel Elite-Schule, diese ganze Trainings schaffen kann und man nicht vielleicht genau die Chance hat, von Anfang, von vornherein dieses Niveau zu erreichen, diese Empfehlung zu schon so, dass diese Kinder hinterher sich frustrieren und eher den Rücken zeigen zu dieser Sportart. Das fände ich schade, weil Fußball hat in sich schon ganz viele Elemente, die einfach so das soziale Leben oder das, wie soll ich sagen, so, sei es von Smalltalk oder sei es einfach von gemeinschaftlichen Projekten, das könnte einfach das Leben in einer Großstadt dadurch erleichtern. Okay, das stimmt.
Okay, vielen Dank, David. Ich habe keine weiteren Fragen. Perfekt. So wäre es so in einer Prüfungssituation, die in der Regel so ablaufen würde. Und dann kommt aber der Teil, du hast auch gesprochen, soll, dass du ein soziales Wesen bist. Und dafür bist du jetzt bestens geeignet für diesen Teil, weil in diesem Teil 2, es geht um Interaktion, um Diskussion, in dem wir beide uns um ein Thema deiner Wahl auseinandersetzen möchten, in dem ich dich am besten genau einladen würde, direkt so mit deinem Statement oder mit deiner Ausführung anzufangen. Und dann würde ich gegenteilige Argumentation annehmen. Wichtig ist einfach zu erfahren, so wie in diesem Podcast, auch in der Prüfung, es muss nicht unbedingt die persönliche Meinung von demjenigen sein, sondern es geht einfach um eine Simulation, wie man Argumente auffangen und zurückwerfen kann. Das wird bewertet in der Prüfung, nicht die persönliche Meinung, egal wie kontrovers das sein soll. Das heißt, du kannst loslegen. Okay, ich hatte nämlich das Thema positives Denken trotz der Corona-Krise. Und wie ist deine Haltung dazu? Also meine Haltung wäre folgendes: Ich finde, man kann, obwohl es Corona ist, immer noch viele Bereiche im Leben finden oder immer noch positiv drauf sein. Also ist es schon deinem, dass einige Menschen viel mehr Zeit haben, um seine Ziele zu ermöglichen, um einfach deine Vorsätze für das Jahr 2021 im Laufe zu bringen. Aber klar, auch es gibt andere Menschen, die Zeit haben, die Ziele erfüllen möchten, aber leider, die sind entfremdet. Wenn ich jetzt denke an Bekannten von mir, die ein Restaurant führen und trotz des Angebots zum Mitnehmen nicht über die Runde kommen, kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass sie in irgendeiner Form positive Gedanken entwickeln können. Wie siehst du das denn? Ich muss sagen, das finde ich wiederum schwierig, wenn man selbstständig ist und seine Existenz, sagen wir mal, durch Corona abhängt. Ich würde es eher, also das ist natürlich eine schwierige Situation, aber ich würde es eher andersrum, ich würde es eher anders differenzieren, weil ich meinte eher für den Individuum selbst, zum Beispiel jemand, der vielleicht mehr im Homeoffice ist oder sonst etwas, der kann sich, obwohl er trotz Corona, vielleicht weil er nicht reisen kann oder weil er zum Beispiel nicht in das Bars gehen kann oder weil er sich nicht mit Freunden treffen kann, dass er trotzdem glücklich sein kann, weil er zum Beispiel mehr Zeit für die Familie hat. Das sehe ich auch so. Also ich schätze auch sehr, wenn ich mitbekomme, dass zum Beispiel Pärchen oder dass die Kinder mehr die beiden Elternteile wiedersehen können, weil ansonsten sie waren eher Schlüsselkinder, das heißt, sie waren so eher abwesend von den Eltern und sie hatten sich nur abends gesehen und vielleicht beide Elternteile waren sehr müde, ermüdet. Jetzt ist so, nach so vielen Monaten und nachdem auch diese Kinder, Schüler auch keinen so richtigen Alltag bewältigen können, da alles über Homeschooling oder über Homeoffice läuft, ich bin mir ein bisschen unsicher, wenn man ständig in Interaktion ist und man kein anderes Ventil oder keine Alternative hat, wie gut, also wie gesundheitsförderlich ist das? Manchmal genau habe ich das Gefühl, dass viele eher aufgeben und sogar habe ich mitbekommen, dass einige Unternehmen versuchen, sogar im Rotationssystem, also in einem Art von Schichtdienst, auch diese Büros wieder zu öffnen, weil die Leute nicht so richtig klarkommen, also mit diesem ständig zu Hause sein. Genau, da gebe ich dir auch absolut recht. Also es ist auch gar keine einfache Situation, in der wir uns befinden. Und natürlich ist es, sagen wir mal, für viele Menschen auch schwierig. Aber es ist ein Unterschied, wie man mit der Situation umgeht, weil die Situation wird sich so, wie sie ist, nicht ändern. Es ist nur wichtig, wie man damit umgeht. Und ich finde, der Umgang kann wir als Individuum selbst bestimmt gestalten. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt heute mein Handy verliere, kann ich mich darüber aufregen oder ich kann sagen, okay, ich habe mein Handy verloren, dann muss ich mir eins Neues kaufen und dann kann ich das vielleicht beim nächsten Mal anders machen, dann tue ich noch irgendwie noch einen GPS-Tracker noch rein
Und ich finde, der Umgang, damit könnten wir uns noch verbessern. Das heißt, ich würde schon verstehen, also wenn man zum Beispiel die Reden, also es gibt nächste Woche, werden wir die Sendung aufnehmen, nochmal eine Beratung binnen den Ministerpräsidenten, um genau eine Entscheidung zu treffen bezüglich, wie es weitergeht. Und genau, wenn ich als rechtschaffender Bürger einfach natürlich positiv Hoffnung darauf hocke und auf eventuell eine Änderung der Situation abwarte, es kann sein, dass mich enttäusche, weil ich höre immer wieder, dass wir einfach auf einem guten Weg sind. Das wäre es möglich, also wenn man einfach daraus eine Lehre zieht. Aber zurzeit bin ich ein bisschen pessimistisch. Ich höre trotz der aktuellen Tatsache, dass dieses Virus hier nicht im Urlaub, sondern erst so als verbleibendes Element in unserer Gesellschaft ist. Ich höre einfach wenige andere Meinungen als dieses Aufgeben. Vielleicht ist durch eine Impfung oder durch eine Behandlung ein mögliches, es stellt ein möglichst positives Denken dar. Da bin ich mir immer noch skeptisch und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir, wie du meintest, daraus lernen können und auch, dass wir einfach mehr achtsam mit uns selbst umgehen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Tatsache, oder? Also, es heißt noch lange nicht, wenn man positiv denkt, dass man kein Realist mehr ist, also dass man realitätsfern ist. Und solange man positiv bleibt, aber auch dennoch realistisch, dann das ist, finde ich, die richtige Herangehensweise. Weil ich komme jetzt einfach mal auf dieses Handybeispiel zurück. Ich sage jetzt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt mein Handy verloren. Und wenn ich die Tatsache leugne und sage, so, okay, ich habe mein Handy verloren, alles super, und dadurch habe ich jetzt mehr Freizeit, das bringt ja die Situation ja nicht weiter, sondern man sollte irgendwie versuchen, aus der Situation, die schon da ist, das Beste zu machen. Und gerade mit den Impfungen weiß man nicht, ob das, sagen wir mal, hilft, vielleicht auch nicht, weiß man auch mit der Motivation nicht, aber man kann dennoch vorsichtig optimistisch sein, weil das dann ja vielleicht eine Lösung sein könnte. Und deswegen vorsichtig optimistisch. Ich finde es immer schade, wenn man gleich den, ich sage jetzt mal sprichwörtlich, den Flinte in den Korn wirft. Ist es schon ein Punkt, dass wenn man einfach eher genervt ist und nur so in diesem, nur bereit ist oder nur so spontan meckert, man bekommt so keine richtigen Verbund oder keine richtige Gruppe von Menschen, die hinter einem stehen. Weil natürlich ein positives Denken bringt mehr Menschen dazu bei, sich für ein gemeinsames Ziel zu bemühen, als wenn man eher so aufgibt. Für mich wäre so das Kompromiss, dass man noch realistisch bleibt, dass man trotzdem immer wieder einfach das Beste, wie du meintest, aus der Situation macht, aber mit Hinblick, dass jeder einfach noch ein bisschen Freiraum für sich hat, sich da zu entwickeln und nicht nur so, also nur so mit Wünsche denkst und da tatsächlich noch man Fuß fasst. Das heißt, dass man einfach auf dem Boden bleibt. Wäre das für dich eine Möglichkeit? Ja, also man sollte immer noch realistisch bleiben. Ich finde es nur wichtig, dass man seinen Mut oder seine Hoffnung dennoch nicht verliert. Und die Hoffnung ist definitiv. Was uns treibt, ist bei vielen Menschen ein Motor. Und ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass man nicht, also was uns Menschen macht, auf der Strecke hängen lässt, sondern dass wir noch ein bisschen uns einbringen, egal in welcher Form. Somit wäre die Diskussion beendet. Ich hoffe, wir hätten das in einer realen Prüfungssituation auch entsprechend bestanden. Auf jeden Fall kann ich dir von vorne schon sagen, dass du ein sehr angenehmer Prüfungspartner warst.
Mal schauen, ob es mir auch so gelingt in der echten Situation. Also Genau. davon bin ich überzeugt. Auf jeden Fall, genau. Man wird auf mich, genau dieses Bier, dieses Getränk in der Post-Covid-Welt auch trinken, weil genau, es war, wäre eine Möglichkeit, einfach dieses gemeinsame Hobby so mal so zu trainieren, wenn es wieder möglich ist. Es hat Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge. Genau, bis dann, freut mich. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com, Geheimnisse der deutschen Sprache.